Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück in Enderal. In der letzten Folge haben wir alle Kopfgeldmissionen hier in Dünheim erledigt und ich wollte mal schauen, ob es hier noch etwas weitere Missionen gibt. Und ich erinnere mich einmal, als wir draußen waren, gab es zwei Adelige aus Ark, die wissen wollten, was in den einen Haus passiert ist. Und ich glaube, ich kann da auch noch mal nachfragen. Das war hier, genau, da wo er steht. Geht weiter. Was ist hier passiert? Geht euch genauso wenig was an wie den gepuderten Affen vorher. Zischt ab! Raub, Mord und züchtige Orgien? Mord? Vielleicht kann ich ja helfen. Wie selbstlos von euch. Aber wir haben das unter Kontrolle. Danke. Geht euch genauso wenig was an wie den gepuderten Affen Na, dann vorher. müssen Zischt wir ab! bestechen. 100 Groschen geben. Ist euch das hier ein paar Informationen wert? Na schön. Es muss gestern Nacht passiert sein. Zwei Tote, ein Gefährtenpaar. Ich kannte sie sogar vom Sehen. Kraig und Sira. Eine legendäre Scheiße, das sage ich euch. Und wir haben keine Ahnung, wo wir mit der Suche nach dem Schwein, das das getan hat, anfangen sollen. Könnte der rote Wahnsinn eine Rolle dabei spielen? Der rote Wahnsinn? Ach, richtig. Möglich ist, weil wir bislang wenig Fälle hier in Dünenheim haben. Was macht euch so sicher, dass es Mord war? Sie könnten natürlich auch beide gleichzeitig gestolpert und mit dem Kopf gegen die Wand geknallt sein. Und dann sind zwei Küchenmesser vom Regal gefallen und haben den beiden die Kehlen aufgeschlitzt. Halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Nur ein wenig unwahrscheinlich. Was könnt ihr mir über die Opfer erzählen? Kraig und Sira Kupferhammer, beide in Dünenheim geboren. Er schürft, sie hilft dem Kilianer in der Kneipe. Viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu erzählen. Ah, Kraig hat einen Bruder, Darius. Er ist Matrose, also weiß ich nicht, ob er gerade im Ort ist. Kann ich mir das Haus mal näher ansehen? Tut das, aber ich hoffe, ihr habt einen starken Magen. Die anderen Wachen haben alles an Spuren gesichert, was es zu sichern gab. Also könnt ihr euer Glück versuchen. Auch wenn ich meine Zweifel habe. Gestartet, Blut im Sand. Oh ja, ein bisschen blutig. Schuldschein. Geh mal weg da, ich kann das andere nicht lesen. Aktueller Schuldenzustand 432 Groschen. Wir meinen es ernst, Kraig. Hat sie irgendwas? Nein. Aktueller Schuldenstand. Ist doch genau dasselbe. Ist nicht noch ein Hebel? Gibt es noch einen da hinten? Erinnert mich so ein bisschen an das eine Haus aus Flussheim. Da gibt es ja auch diese Hebel. Gibt es hier noch einen? Gibt's in den Fässern was? Nee. Vielleicht, wenn man es von oben betrachtet. Ah, da hinten. Ah. Frag mich, ob ich die auch in der richtigen Reihenfolge drücken muss. Ah, hier. Hier ist ein Brief. Mir ist durchaus klar, was ich von dir verlange, aber glaub mir, wenn ich in meinem ganzen verfluchten Leben einmal etwas ernst gemeint habe, dann jetzt. Der alte Leuchtturm 2 Stunden vor Mitternacht. Alleine.
77 Münzen. Das ist ein bisschen wenig, um die Schulden zu bezahlen. Und? Irgendwas gefunden? Ja, ich glaube, ich habe da was. Ach. Ein Schuldschein. Scheint, als habe der arme Kerl bei irgendwem in der Kreide gestanden. Ach was. Ich kenne diese Handschrift. Das ist Karimeas. Interessant. Habt ihr noch was gefunden? Das hier habe ich in einem Versteck gefunden. Zeigt. Tatsache. Ihr seid wohl doch kein Aasgeier. Habt ihr noch was gefunden? Nein, das war alles. Verstehe. Was haltet ihr von Folgendem? Die Dünenheimer Wache ist gerade schwach besetzt. Ist ungünstig, aber dieses ganze Chaos in der letzten Zeit fordert langsam seinen Tribut. Kaum noch Kaufleute legen hier an. Und die wenigen erwarten von uns Wachen sogar Schutz beim Scheißen, so wie der Schnösel vorhin. Aber trotzdem können wir hier keinen messerschwingenden Wahnsinnigen frei rumlaufen lassen. Wie wär's also? Ihr findet den Mörder und wir entlohnen euch. Es wird gefährlich, aber ihr seht aus, als könnt ihr auf euch aufpassen. Gut, wieso nicht? Ein bisschen Kleingeld kann nicht schaden. In der Tat nicht. Kommt zu mir, wenn ihr mehr herausgefunden habt. Ich bleibe hier in der Nähe. Ich könnte aber einen Karimea mit dem Schutzschein konfrontieren und den Leuchtturm finden. Wer ist diese Karimea? Eine Händlerin. Vierschrötig, schlitzohrig. Hatten schon mehrmals Ärger mit ihr. Auch wenn ich mir schwer vorstellen kann, dass sie hinter dem hier steckt. Irgendeine Ahnung, wo dieser alte Leuchtturm sein könnte? Ja, ziemlich genau sogar. Folgt einfach der Küste Richtung Westen. Dann dürftet ihr darauf stoßen. Ist zur Zeit der Abschottung verlassen worden, also passt auf. Wer weiß, was sich da für Getier rumtreibt. Haben wir sind uns noch Ratten und keine Spinnen. Ja, ich würde zuerst mit Karimea sprechen, weil die hier in Dünheim ist. Und dann würde ich zu den alten Leuchtturm wandern. Keine Dummheiten. Ja. Hier herrscht Ordnung, auch ohne Stahlkappen. Was wollt ihr? Ihr seid Karimea, richtig? Der Schiffer Kraik hatte bei euch Schulden? Könnte man so nennen. Auch wenn er es wohl eher als Geschenk betrachtet hat. 2 Jahre und ich habe keinen Groschen wieder gesehen. Das muss euch wütend machen. Spart euch die Andeutungen und sagt, warum ihr hier seid. Kraik und seine Gefährtin sind tot, ermordet. Wundert mich nicht. Manchmal muss man den Kerl einfach. Sonderlich betroffen wirkt er nicht. Sollte ich? Er war ein Schuldner und ein Narr. Kraik. Der Kerl übertrifft alles, was ich an Dreistigkeit je erlebt habe. Beteuert mir heulend, dass er kein Geld hat. Und am nächsten Tag kauft er seine alten Schmuck aus Ark. Euch ist klar, dass ihr einer der Hauptverdächtigen seid? Ach, darum geht es. Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, aber da seid ihr mächtig auf dem Holzweg. Ich habe mit Kraiks Tod nichts zu tun. Und wenn ihr eins und eins zusammenzählen könnt, glaubt ihr mir das auch. Erstens, ein toter Schuldner bringt mir nichts. Zweitens, ich bin mit Sicherheit keine Priesterin, aber ich bin auch keine Mörderin. Ich gebe Kredite und erwarte sie mitsamt Zinsen zurück. Und das war's. Ehrliche Arbeit. Nur, dass ihr eure Schuldner verprügelt, wenn sie nicht zahlen. Glaubt ihr, das läuft bei diesem Kaspar Silren in Ark anders? Ihr habt noch viel zu lernen. Wenn nicht ihr, wer war es dann? Keine Ahnung. Und es interessiert mich nicht. Na schön, ihr werdet von mir hören. Ich kann's kaum erwarten. Keine Sorge. Achtet einfach die Gesetze und wir kommen uns nicht in die Quere. Ist aber schon komisch, dass sie da so gelassen reagiert. Ich meine,
der Typ ist jetzt tot und jetzt kriegt sie das Geld so oder so nicht wieder. Und da war sie dann so, oh ja, ist mir egal. What? Der alte Leuchtturm. Oh, es dämmert. Na, du glitschiger Mirade. Hat aber noch nichts Neues gefressen. Oh nö, Krabbelviecher. Iu. So, irgendwas. Unsichtbarkeitstrank gerne. Na, warten uns Krabbelviecher auch drin? Ja! Oh, Gott sei Dank so klein noch. Na, okay, ich hab nichts gesagt. Da hinten ist eine große. Noch was? Nein. Dann esse ich schnell was. Und hier haben wir ein mystisches Symbol. Das heißt, diese Mission war erst mit der Special, nicht mit der Special Edition, sondern mit Forgotten Stories dazu gekommen. Ist das jetzt unser zweites oder unser drittes? Das dritte. Leiche des Paters. Schick des Wertenlesers. Das ist auch cool. Das ist auch cool und das ist auch cool. Der stehende Wächter. Interessensexperte hier im Brief. Mr. Kupferhammer. Ob ihr mir glaubt oder nicht, ist mir herzlich egal. Ihr habt mich beauftragt, etwas herauszufinden und das habe ich. Ja, euer Bruder Kraik hat das gesamte Erbe eures Vaters, Keterun Kupferhammer, erhalten. Der Zeitpunkt der Übergabe war 8225 nach Sternfall. Ihm wurde aufgetragen, es zu teilen, was er scheinbar nicht getan hat. Ich erwarte meine Bezahlung zum 1. des Wintersterns im Bankfach 112. Gibt's noch was? Und eine Seite? Nö. Ah, ich trage zu viel. Oh. Was kann ich denn ablegen? Feder brauche ich nicht, warum auch immer ich die genommen habe. Den Hahn war ja auch nicht. Papier war ja auch nicht. Das auch nicht. Auch nicht. Ja. Das Buch nehme ich einfach mal mit. Mythen und Legenden, darum kümmern wir uns dann mal ein bisschen später. Steht dann, wenn ich da finden und bezwingen, da würde ich auch gerne alle Bücher erstmal haben und sie dann auch vorlesen. Das sind nämlich echt coole Geschichten. Gab es hier noch irgendwas? Da hinten ist so eine Kiste. Da kann ich mich wieder nicht bewegen. Yep. Ah, das war ich nicht. Hier irgendwas. Und
Sachen sind alle so viel wert. Dann, wenn wir in Dünheim sind, erstmal rasten. Ist ja immerhin schon Nacht geworden. Gutes Versteck da aber. Da sind Betten. Und 13 Stunden. Hier herrscht Ordnung, auch ohne Stahlkrabben. Hatte wieder Grosch. Kann ich euch helfen? Na klar. Ja, sehr gut. Ja, wie viel brauche ich denn noch? 2 brauche ich noch 1 und Schwerrüstung brauche ich noch 9. Nein, habe ich Ige. Nicht. Fleisch, Felle, Jagdtrophäen? Wie lebt es sich in der Pulverwüste? Das Überleben in der Wüste ist schon schwer genug und nun kriechen auch noch die Knochenreißer aus ihren Verstecken und machen Jagd auf alles, was sich bewegt. Ohne Geleitschutz wage ich mich kaum noch nach draußen. Wenn das so weitergeht, kann ich meinen Beruf an den Nagel hängen. Na klar! So, schwere Rüstung. Das 7. Sonst noch was? Nö, das scheint dann alles zu sein. Und dann kann ich noch die restlichen schweren Rüstungsbücher holen. Perfekt.
muss ich jetzt eigentlich machen? Optional, da mit dem Schreiben konfrontieren. Und bei den Dünenheimer Matrosen nach Darius fragen. Die Matrosen waren, glaube ich, da hinten. Ich sag's ja immer, ich habe keine Ahnung, wie es der Kerl zum Captain geschafft hat. Hat er eigentlich irgendwas drüber gesagt, was wir wegen dem Mast machen werden? Nö, was auch. Kohle, um den zu kitten, ist ja sowieso nicht genug da. Scheiße, dieser verdammte Sturm, echt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir blöd genug waren, um da geradewegs reinzufahren. Was heißt da blöd genug? Selbst der alte Kaon hat gesagt, dass es sicher ist. Weil sich sein Räumer nicht gemeldet hat? Sag bloß, du glaubst diesen Schwachsinn wirklich. Bisher hatte ich immer recht. Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Fremdländer. Ahoi! Habe ich da gerade was von Räumer und Stürmen gehört? Ja, das habt ihr. Mein lieber Martier ist nämlich felsenfest davon überzeugt, dass dieser alte Spinner, den der Captain seit 2 Jahren für lau bei uns mitfahren lässt, die Gabe hat, durch sein Räumer Stürme kommen zu sehen. So weit hergeholt ist das jetzt auch nicht. Erinnerst du dich an das eine Mal auf der Fahrt nach Arasial? Er hatte richtig schlimme Schmerzen. So schlimm, dass er 2 Pullen rumgebraucht hat, um sie wieder in den Griff zu bekommen. Und der Sturm ist wirklich gekommen. Ja, unglaublich, wirklich. Vor allem, weil selbst ein blinder Leor die Gewitterfront am Horizont hätte sehen können. Dieses Mal ist euer Schiff in einen Sturm geraten. Ja, ein richtig übler. Wir waren kurz vor Arkwend, da... Du Idiot, halt die Klappe. Oh, tja. Die Luft riecht heute besonders würzig, findet ihr nicht auch? Und das Wetter ist sehr schön, ja. Was ist so schlimm daran, nach Arkwend unterwegs gewesen zu sein? Ihr seid nicht von hier, was? Die Ruinen von Tirmatral sind eine Schatzgrube, wenn man weiß, wo man suchen muss. Ah. Wir wollten nur mal schauen, ob da vielleicht irgendwer was Brauchbares zurückgelassen hat. Ein paar Flaschen Tirmatraler Branntwein vielleicht. Oder eine alte Münze, ihr wisst schon. Genau, die braucht ja eh keiner mehr. Und war es der Akt, wenn der Ruin zu durchsuchen, ist ein Verbrechen? Oder warum die Geheimniskrämerei? Hier auf Enderal, ja. Respektlos gegenüber den Gefallenen und so ein Quatsch, ihr wisst schon. Aber ganz ehrlich, wenn ihr gefallen wärt, würdet ihr euer Gold lieber unter der Erde vergammeln oder in den rauen Händen kluger Matrosen sehen wollen? Ich weiß ja nicht. In anderen Worten, ihr seid Plünderer. Wenn du meinst... Was wollt ihr? Ich suche einen Matrosen namens Darius Kupferhammer. Wisst ihr von ihm? Darius? Ja, natürlich weiß ich von ihm. Er dürfte beim Dünenheimer Versorgungsschiff aushelfen, westlich von hier. Großartig, danke. Kein Ding. Da war ja freundlich. Ahoi! Das war ja eine große Weise. Wo bin ich? Nein. I'm still. So. Also dann mal wieder zum Versorgungsschiff. Das kennen wir ja schon.
So, da wären wir wieder beim Versorgungsschiff. Das sind Bananen. Habe ich den nicht mal geklaut? Ich weiß es nicht mehr. Dann klaue ich ihn nochmal. Ah, Mist. Hätte gehofft, das mitnehmen zu können. Aber er beobachtet mich. Ich habe schlechte Nachrichten. Euer Bruder Kreik, er ist tot. Hä? Brief aus Kreiks Haus zeigen. Kommt euch dieser Brief bekannt vor? Brief? Nee, nie gesehen. Entschuldigung. Wenn ihr überzeugend lügen wollt, versucht es nächstes Mal ohne die zittrige Stimme. Ich... hört. Wenn Kreik euch geschickt hat wegen diesem Mist am Leuchtturm, dann sagt ihm, dass es mir leid tut. Auch wenn ich ihm das nie verzeihen werde. Ich hätte nicht handgreiflich werden dürfen. Ich werde Kreik in absehbarer Zeit nichts ausrichten können. Er ist tot, genauso wie seine Gefährtin. Tot? Was? Aber wie? Warum? Das frage ich euch. Ihr seid der Hauptverdächtige. Ich? Das ist doch wohl ein beschissener Witz. Sie... verzeiht dich. Das ist alles etwas viel auf einmal. Ich muss das erstmal verdauen. Verdauen könnt ihr, wenn ihr mir eure Unschuld bewiesen habt. Verdammt nochmal, ihr... Ich habe Kreik und Sira nicht getötet. Das müsst ihr mir glauben. Bitte. Fragt mich alles, was ihr wollt. Aber glaubt mir. Worum genau ging es bei diesem Streit? Ich hab's doch schon gesagt. Kreik hat sich das Erbe unseres Vaters unter den Nagel gerissen. Mir hat er gesagt, da wäre keines gewesen, was ich ihm auch geglaubt habe. Am Ende war unser Vater nämlich hauptsächlich eines. Saufkopf und Spieler. Aber ihr habt all die Jahre nichts davon gemerkt? Warum also jetzt? Jemand hat mir erzählt, dass Kreik seinen alten Schmuck aus Ark gekauft hat. Das kam mir komisch vor, weil Kreik genauso schlecht mit Geld umgehen konnte wie unser Vater. Tja, dann... Oh Mann, ich glaub das alles nicht. Kreik und Sira tot? Das ist... verdammte Scheiße. Und was macht euch da so sicher, dass Kreik das Erbe wirklich verprasst hat, meine ich? Ich habe von meiner Heuer einen Söldner beauftragt, der sich das Ganze angesehen hat. Und es ist wahr. Glaubt mir. Ich bin der Letzte, der diesen ganzen Scheiß wollte. Und was ist in dem alten Leuchtturm passiert? Ich habe ihn zur Rede gestellt. Aber der Narr wollte es einfach nicht zugeben. Hat mir allen Ernstes erzählt, er habe das Geld für Siras Schmuck einfach vor der Tür gefunden. Und irgendwann hat's mir gereicht. Es kam zum Handgemenge. Wir haben uns geprügelt. Scheiße. Könnt ihr es glauben? Mein Bruder ist tot. Und die letzte Erinnerung an ihn ist eine Prügelei. Und dann? Dann sind wir wieder heim. Er nach Dünenheim, ich zum Schiff. Lass uns das klären, wenn sich die Wogen geglättet haben, hat der Mistkerl gesagt. Ich war so entschlossen, ihm nicht zu verzeihen. Meinen Anteil einzufordern. Und jetzt... Tja, jetzt war's das wohl. Findet den Bastard, der das getan hat. Ich will ihn hängen sehen. Bluten in der eisernen Jungfrau. Versprecht es mir. Und Kalk hat allen Ernstes behauptet, er habe das Geld für den Schmuck gefunden. Ja. Er war noch nie ein guter Lügner. Angenommen, ihr seid wirklich unschuldig. Gibt es noch etwas, das mir bei der Suche nach dem Mörder weiterhelfen könnte? Er stand bei Karumea in der Kreide, dieser alten Schlange. Ansonsten hatte er keine Feinde, weder er noch seine Gefährtin. Ihr kommt jedenfalls erstmal in Gewahrsam, bis wir wissen, ob ihr die Wahrheit sagt. Ich... Na schön. Ich verstehe, warum ihr das tut, und ich komme mit euch. Auch wenn das nichts daran ändert, dass ich unschuldig bin. Lasst mich noch kurz dem Kapitän Bescheid geben. Thank you.
Mir kam seine Stimme so bekannt vor. Schade um ihn. Er war ein Was guter Mann. Ah, egal. Da ist die Wache. Ah, ich habe schon auf euch gewartet. Kommt her, es gibt was, das ihr euch ansehen solltet. Darius Kupferhammers Dolch. Versteckt unter einem Stein, kurz vor Dünenheim. Versteckt unter einem Stein? Wie zum Henker habt ihr den gefunden? Metall reflektiert das Sonnenlicht. Etwas, das Darius wohl vergessen hat. Es macht euch so sicher, dass es seiner ist. Er hat ihn bei einer Zockerei in Ark gewonnen. Das haben mehrere Matrosen aus seiner Mannschaft bestätigt. Habt ihr ihn damit schon konfrontiert? Ja, er streitet zwar nicht ab, dass der Dolch ihm gehört, aber behauptet, jemand hätte ihn gefunden und wolle ihm den Mord anhängen. Für mich macht das die Sache einigermaßen klar. Was hat euer Besuch bei Karimea ergeben? Sagen wir es so, sie hat allen Grund, Krieg zu hassen. Stimmt schon. Ausschließen sollten wir sie nicht. Ich habe bei meinen Kumpanen von der Wache nachgefragt und erst vor 2 Jahren ist ein Gläubiger von ihr plötzlich ertrunken. Ein Fischer, 60 Winter auf dem Buckel. Soll heißen, sie ist durchaus zu so etwas fähig. Das Problem ist nur, der Hauptmann der Wache will die Sache geklärt haben. Jetzt. Was? Einfach so sollten wir die beiden nicht nach Ark zum Tribunal schicken? Die Schnösel würden die beiden geradewegs wieder zurückschicken oder beide hängen lassen. Für die sind wir Dünenheimer alle wegeloser Abschaum. Dabei sollten sie sich mal fragen, woher ihr Erz oder ihre Früchte kommen. Wir regeln unsere Angelegenheiten hier selbst. Und was passiert mit dem Schuldigen? Gefängnis oder Galgen? Eines von beiden, ich weiß nicht. Aber was, wenn keiner von den beiden schuldig ist? Oder wir uns falsch entscheiden? Das ist ja das Problem. Und was werdet ihr ihm sagen? Ehrliche Antwort? Keine Ahnung. Ihr habt die Sache doch unter die Lupe genommen. Was denkt ihr also? Darius oder Karimea? Okay, also wir können entweder einen der beiden ausliefern oder keine Entscheidung treffen. wenn wir die Fakten zusammensammeln. Ich meine, Darius fühlt sich bestimmt ganz schön hintergangen und betrogen, dass sein Bruder das ganze Erbe geklaut hat und davon Sachen gekauft hat, ohne ihm was abzugeben. Und er hat ja auch gestanden, dass es zu dem Handgemenge kam. Aber das war's auch. Aber das mit dem Dolch ist auch wirklich verdächtig. Und Karimea, die schien jetzt auch nicht sonderlich überrascht zu sein vom Tod, im Gegensatz zu Darius. Aber ihr schien es auch komplett egal zu sein, was ich auch ganz schön komisch finde. Ich meine, einer ihrer Schuldner ist tot und sie kriegt das Geld nie wieder. Also an ihrer Stelle hätte ich mich eigentlich ganz schön geärgert, wenn ich es nicht selbst verschuldet hätte. Entscheid mich für Karimea. Wenn Karimea das schon einmal getan hat, dann würde sie es wieder tun. Sie war es. Möglich. Was für eine Scheiße, wirklich. Naja, ich werde es mir durch den Kopf gehen lassen und dem Kapitän weitergeben. Danke jedenfalls für eure Hilfe. Hier, das habt ihr euch verdient. Und ich brauche jetzt erstmal was zum Trinken. Kommt, ich gebe einen aus. Beende Blut im Sand. Es ist echt gemein, dass es da keine richtige Antwort gibt. Du kannst dich entweder für Darius entscheiden oder für Karimea oder für keinen, muss er das halt entscheiden. Aber du findest nie heraus, wer ihn jetzt eigentlich umgebracht hat und seine Gefährtin. Vorsicht da draußen! Mit der Hitze ist nicht zu spaßen!
Ich meine, ja klar, so ein Silberstahl durch ist schon besonders, aber das kann auch jeder klauen. Und da ist sie, Karimea. Im Gefängnis. Man kann auch nicht mit ihr springen. Cedric Flinkfinger. Hm. Ich kann mir gut vorstellen, warum er im Gefängnis sitzt. Okidoki, dann beende ich mal diese Folge. In der nächsten Folge werden wir hier noch ein bisschen weiter rumschleichen und eventuell die Höhle auch mal erkunden und gucken, ob da noch irgendetwas hinten versteckt ist. Und mal sehen, ob wir dann noch eine weitere Mission finden. Bis dahin wünsche ich euch was Schönes und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Oh Gott!